12 Dinge, über die sich reiche Menschen keine Sorgen machen müssen. Finanzielle Freiheit ist etwas, das viele von uns anstreben und das wir gerne erlangen würden. Die Reichen scheinen einen ganz anderen Lebensstil zu führen als die meisten von uns. Deshalb heben sie sich auf ihre eigene, unverwechselbare Weise ab. Die besonders Wohlhabenden genießen einen verschwenderischen Lebensstil, einschließlich luxuriöser Reisen und Ausflüge. Veranstaltungen, die nur denjenigen zugänglich sind, die eine Einladung haben. Und natürlich die Nutzung von Yachten. Der Luxus, den die besonders Wohlhabenden genießen, scheint unerschöpflich zu sein. Einfach ausgedrückt, es ist höchst unwahrscheinlich, dass Malte, der bei uns in der Nähe wohnt und bei McDonald's arbeitet, jemals einen solch luxuriösen Lebensstil erleben wird. Auch wenn er von Zeit zu Zeit davon träumt, so ist der extravagante Lebensstil der Reichen doch faszinierend. Im heutigen Video sprechen wir über einige der Dinge, über die sich Menschen mit finanzieller Freiheit nie Gedanken machen müssen. Am Ende des Videos erhältst du nützliche Ratschläge, wie du deine finanziellen Ansichten und Denkweisen ändern kannst. Nummer 1. Meinungen. Ein auffälliger Unterschied zwischen den Reichen und den weniger Wohlhabenden ist, dass die Reichen sorglos sind. Es ist ihnen egal, was andere Leute über sie denken. Deshalb lassen sie sich auf riskantere Unternehmungen ein, weil sie sich lohnen könnten. Auch wenn sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns bei 95% liegt. Intuitiv glauben sie, dass die 5% ausreichen, um den gewünschten Gewinn zu erzielen und beschließen daher, alles zu riskieren. Dank ihres starken Glaubens an sich selbst werden sie oft mit günstigen Bedingungen belohnt. Nummer 2. Einkaufstendenzen. Die Unternehmen investieren Milliarden von Euro in die Gestaltung überzeugender Werbespots. Damit wollen sie unsere Aufmerksamkeit fesseln, uns beeinflussen und uns letztendlich zu Käufern ihrer Produkte machen. Die Menschen lassen sich oft von Marketing-Taktiken verführen, ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken. Um das Leben so erleben zu können wie die Wohlhabenden, muss man sich antrainieren, nicht dem Verlangen zu erliegen, alles zu kaufen, was einem ins Auge fällt. Die Wohlhabenden bevorzugen eher einfache Dinge und scheren sich wenig um die Meinung anderer. Der Schlüssel ist, die Dinge einfach zu halten, und das ist ein Fehler, den viele von uns manchmal machen. Es ist nicht notwendig, zu auffällig zu sein oder teure Marken zu tragen. Solange man anständig und präsentabel aussieht, ist das alles, was zählt. Die Wohlhabenden geben nicht leichtfertig Geld für luxuriöse Kleidung aus, sondern investieren lieber in Kleidungsstücke, die einen Nutzen und Wert haben, der über den Preis hinausgeht. Nummer 3. Der Mangel an Geld. Wenn du mehrere Einkommensquellen hättest, wovon eine schon ausreicht, deine Lebenserhaltungskosten zu decken, würdest du dir dann ständig Gedanken darüber machen, wie viel von jeder einzelnen Einkommensquelle kommt? Wenn man Warren Buffett und Elon Musk nach genauen Zahlen zu ihrem Reichtum fragt, sind sie nie in der Lage, eine eindeutige Zahl zu nennen. Der Grund dafür ist, dass sie diversifizierte Einkommensquellen haben und es daher so aussieht, als würden sie in Geld schwimmen. Nummer 4. Härter arbeiten ist gleich reich? Ist falsch. Sein ganzes Leben lang in einem eintönigen Job festzusitzen, ist nichts, was irgendjemand bevorzugen würde. Diejenigen, die wohlhabend sind, sind oft nicht bereit, härter zu arbeiten, um ihr Vermögen zu vermehren, also nutzen sie ihre Kreativität, um herauszufinden, wie ihr Geld für sie arbeiten könnte. Das Ziel ist es, ein entspannteres und stressfreieres Leben zu führen. Ständig zu arbeiten, ohne finanzielle Stabilität genießen zu können, macht keinen Sinn. Die gute Nachricht ist, dass das richtige Verständnis eine große Hilfe dabei sein kann, dein Vermögen für dich arbeiten zu lassen und ein finanzielles Erbe für kommende Generationen aufzubauen. Es stimmt, dass man seine Ziele nur erreichen kann, wenn man intelligent arbeitet. Selbst wenn du Elon Musk fragst, bin ich mir sicher, dass er dem gleichen Ratschlag zustimmen würde. Sich darauf zu konzentrieren, intelligenter zu arbeiten, anstatt härter. Auf diese Weise kannst du deinem Erfolg näher kommen. Nummer 5. Wie viel es kostet? Der Preis der Dinge. Geld wird oft als eine Herausforderung gesehen, die es zu meistern gilt.
Im Gegensatz dazu haben wohlhabende Menschen eine andere Einstellung zu ihren Ausgaben. Sie neigen dazu, sich mehr auf den Wert und die Langlebigkeit eines Produkts zu konzentrieren, unabhängig davon, ob es sich um materielle Güter, Dienstleistungen oder ein Erlebnis handelt. Es ist nicht schockierend, dass diese Denkweise auch in der unteren Einkommensschicht verbreitet ist, da sie in der Regel von Monatsgehalt zu Monatsgehalt kämpft. Wenn wir aber Sachen kaufen, die langfristig keinen Wert verlieren oder sogar im Wert steigen, können wir davon profitieren. Nummer 6. Soziale Medien. Heutzutage wird es fast erwartet, dass man ein Bild von einem Ereignis oder einer Erfahrung teilt, andernfalls kann es sich anfühlen, als wäre es nie passiert. Für viele von uns scheint es fast sinnlos, einen malerischen Urlaubsort zu besuchen, wenn wir ihn nicht in den sozialen Medien teilen. Dies ist ein Problem, mit dem viele von uns im Alltag konfrontiert sind. Diejenigen, die wohlhabend sind, verstehen den mangelnden Wert und die zeitraubende Natur der sozialen Medien. Sie lenken die Menschen davon ab, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Menschen, die sich Luxusimmobilien leisten können, haben oft herausgefunden, wie sie das Beste aus der Gegenwart machen und den Dingen, die ihnen wirklich wichtig sind, Priorität einräumen können. Nummer 7. Unerwartete Ausgaben. Die Menschen vergessen oft, in ihrem Budget einen Notgroschen für unvorhergesehene Ausgaben, wie zum Beispiel einen Notfall, vorzusehen. Leider ist dies oft die Realität für diejenigen, die gerade so mit ihrem mageren Lohn überleben können. Angesichts solch begrenzter Mittel müssen sie sich zwischen grundlegenden Dingen wie dem Kauf von Brot oder der Zahlung der Miete entscheiden. Wie können sie Geld sparen, um unerwartete Ausgaben zu decken? Finanziell benachteiligte Menschen müssen in der Regel unangenehme Entscheidungen treffen und sich damit herumplagen. Wohlhabende Menschen hingegen müssen sich nie mit solchen Nöten auseinandersetzen, da sie einen Notgroschen angelegt haben, den sie regelmäßig auffüllen. Nummer 8. Trendige Kleidung. Es ist recht amüsant festzustellen, dass selbst der reichste Mann lieber ein einfaches Outfit aus Jeans, T-Shirt und einfachen Schuhen trägt, als ein luxuriöses Designerkleidungsstück. Das ist überraschend, wenn man bedenkt, dass reiche Menschen in der Regel die Mittel haben, die teuersten Kleidungsmarken zu kaufen, ohne sich über die Kosten Gedanken zu machen. Reiche Menschen betrachten Kleidung oft als eine Notwendigkeit und nicht als ein Accessoire. Sie sind sich auch der negativen Auswirkungen bewusst, die Modeabfälle auf die Umwelt haben. Diese Menschen kaufen oft haltbare Kleidung, die länger hält, unabhängig davon, ob sie modisch ist oder nicht. Nummer 9. Was andere haben. Es ist eine allgemein anerkannte Tatsache, dass Vergleiche eher Unglück als Freude bringen. Warum solltest du dich also in die schwierige Lage bringen, dich ständig mit den Menschen um dich herum zu vergleichen? Wohlhabende Menschen beschäftigen sich nie mit solchen einseitigen Gedanken, da sie wissen, welche Auswirkungen dies auf ihre Denkweise haben kann. Stattdessen konzentrieren sie sich auf das, was am wichtigsten ist, ein Leben aufzubauen, auf das sie stolz sind und das sie mit Begeisterung führen. Nummer 10. Berühmtheiten und Klatsch. Klatsch und Tratsch über Prominente kann, ähnlich wie soziale Medien, zu einer destruktiven und zeitraubenden Gewohnheit werden. Wohlhabende Menschen konzentrieren sich auf Dinge, die ihnen helfen können, größeren Reichtum aufzubauen. Nummer 11. Rechnungen. Die Wohlhabenden haben das Privileg, mehr als genug Geld zu haben, um ihren täglichen Bedarf zu decken und müssen sich daher keinen Stress wegen der anstehenden Rechnungen machen. Sie investieren ihre Zeit oft in den Aufbau eines sicheren Finanzsystems mit zwei oder mehr zusätzlichen Einkommensquellen. Der Aufbau mehrerer Einkommensquellen ist im 21. Jahrhundert unverzichtbar geworden, da es nicht mehr vertretbar ist, sich auf einen einzigen zu verlassen, um den Lebensunterhalt über einen längeren Zeitraum zu bestreiten. Deshalb sollten wir von ihnen lernen und in ihre Fußstapfen treten, um mehrere Einkommensquellen zu schaffen. Nummer 12. Hilfe erhalten. Wohlhabende Menschen führen ein ganz anderes Leben als der Durchschnitt, denn ihre größte Sorge ist nicht, ob sie Hilfe brauchen. Sie haben Kindermädchen, Gärtner, Fahrer und Köche.
So können sie sich ausschließlich auf das Geldverdienen konzentrieren und sind von denselben Sorgen befreit, mit denen sich normale Menschen herumschlagen müssen. Solche Dienstleistungen zur Verfügung zu haben, hat sich für sie bewährt. Das Video hat dir gefallen? Dann gebe uns doch gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal kostenlos, falls du es noch nicht getan hast. Hier sind noch weitere Videos, die dir gefallen könnten. Bis zum nächsten Mal.